So, meine Damen und Herren, der Kampf mit der Technik erst einmal gewonnen. Ja, wir sind in der letzten Stunde stehen geblieben bei den Grundrechten als verfassungsrechtliche Grenze für die Steuergesetzgebung. Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz, den Sie alle aus der Vorlesung Grundrechte kennen, bindet alle staatliche Gewalt unmittelbar an die Grundrechte. Und das gilt auch im Bereich natürlich der Steuern und der Steuergesetzgebung. Das heißt also, auch im Bereich der Steuern haben wir diese unmittelbare Bindung an die Grundrechte. Und darüber hinaus ergeben sich auch für den Bereich der Steuern objektive Prinzipien, objektive Verfassungsregeln aus dem Rechtsstaatsprinzip, Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz, die ich ebenfalls dann im Folgenden noch näher eingehen werde. Das sind an sich objektive Regeln, aber das Bundesverfassungsgericht leitet aus der allgemeinen Handlungsfreiheit, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz her, dass der Einzelne bei staatlichen Eingriffen in seine Sphäre, in seine Freiheitssphäre eben auch ein subjektives Recht auf Beachtung dieser objektiven Prinzipien hat, die aus dem Rechtsstaatsprinzip folgen. Und dementsprechend auch bei der Steuergesetzgebung besteht eben ein subjektives Recht auf Beachtung dieser objektiven Rechtsstaatlichkeitsgrundsätze. Das wichtigste Grundrecht für den Bereich der Steuergesetzgebung, für den Bereich der Steuern, ist das allgemeine Gleichheitsgrundrecht, Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, aus dem der Grundsatz der Steuergerechtigkeit folgt. Und dieser Grundsatz hat eine horizontale Dimension, das heißt also Personen mit in etwa gleicher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit müssen auch gleich besteuert werden. Und die vertikale Komponente der Steuergerechtigkeit, dass Personen, die eben eine unterschiedliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit haben, auch unterschiedlich besteuert werden müssen. Das Leistungsfähigkeitsprinzip also, das aus diesem Prinzip der Steuergerechtigkeit folgt, das eben besagt, dass jeder im Umfang seiner individuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zum Steueraufkommen beitragen muss. Und das ist ein ganz zentrales, fundamentales Prinzip des Steuerrechts, wie wir im Folgenden, aber auch dann im gesamten Verlauf der Vorlesung immer wieder sehen werden. Wir werden also einige Vorschriften kennenlernen, einfach gesetzliche Vorschriften des Steuerrechts, bei denen es im Hinblick auf das Leistungsfähigkeitsprinzip durchaus Bedenken gibt oder die sogar schon für verfassungswidrig erklärt worden sind wegen Verletzung des Leistungsfähigkeitsprinzips, also das zentrale Prinzip des Steuerrechts, das Prinzip der Leistungsfähigkeit. Aus dem Rechtsstaatsprinzip folgt aber unter anderem auch das Prinzip der Einfachheit und Effektivität, generell der Verwaltung, aber eben auch der Steuerverwaltung. Und dementsprechend gestattet das Rechtsstaatsprinzip dem Gesetzgeber auch Pauschalierungen. Ja, überall, wo man pauschaliert, ermittelt man eben nicht ganz exakt die individuelle wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, aber das ist in manchen Fällen auch gar nicht möglich, jedenfalls nicht sinnvoll möglich. Da ein Beispiel ist eben die sogenannte Entfernungspauschale, Paragraph 9 ESTG. Die besagt eben, dass man für Fahrten etwa von der Wohnung zum Arbeitsplatz, zur ersten Tätigkeitsstätte, nicht die tatsächlichen Fahrtkosten, wenn man also diese Strecke mit dem PKW, mit dem privaten PKW zurücklegt, nicht die tatsächlichen Kosten erstattet verlangen kann, sondern eben nur die sogenannte Entfernungspauschale, die inzwischen gestaffelt ist. Also ursprünglich war das 30 Cent pro Entfernungskilometer. Das heißt also, es können nicht die tatsächlichen Kosten geltend gemacht werden. Und nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip, wenn man das ganz streng anwenden würde, müsste man für jeden Steuerpflichtigen tatsächlich die konkreten Kosten für seine Fahrten von der Wohnung zum Arbeitsplatz ermitteln. Das bedeutet also den individuellen Kraftstoffverbrauch und dann natürlich in Abhängigkeit auch vom Fahrzeugtyp, die Entwertung des Fahrzeugs durch diese Fahrten. Das müsste man eigentlich genau ermitteln, aber das sind dann eben Beträge, die relativ gering sind und der Aufwand wäre sehr, sehr hoch, das individuell zu ermitteln. Deswegen arbeitet der Gesetzgeber in diesem Bereich mit Pauschalen, in solchen Fällen mit Pauschalen. Und das ist eben auch in gewissen Grenzen zulässig, eben gestützt auf diesen Grundsatz der Einfachheit und Effektivität des Steuerrechts nur. Und da spielt dann doch wieder Artikel 3.1 Grundgesetz eine Rolle. Diese Pauschalen müssen auch realistisch sein.
Ja, sie müssen also so einigermaßen dem durchschnittlichen Fall in der Praxis entsprechen. Dort, wo das nicht mehr der Fall ist, ist diese Pauschale dementsprechend wegen Verletzung des Grundsatzes der Besteuerung nach der individuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verfassungswidrig. Und bei einer Pauschale, die jedenfalls für die ersten 20 Kilometer 30 Cent und das unverändert seit, ich glaube, 20 Jahren beträgt, muss man da schon gewisse Zweifel haben, da ja die Kraftstoffpreise in diesem Zeitraum doch sehr stark angestiegen sind. Also insofern gewisse Zweifel, ob diese Pauschale so noch realistisch ist. Oder wir haben schon den Fall besprochen, des Existenzminimums, des Grundfreibetrages, der ja auch pauschaliert festgelegt wird für das gesamte Bundesgebiet und jedenfalls für einzelne Regionen dürfte der ebenfalls nicht mehr realistisch sein, wenn man die extrem hohen Wohnkosten in einigen Regionen berücksichtigt. Also das sind Fälle, wo man tatsächlich noch einmal meines Erachtens genauer hinschauen müsste als Bundesverfassungsgericht, ob diese Pauschalbeträge tatsächlich noch realistisch und damit verfassungskonform sind. Ein Subprinzip des Leistungsfähigkeitsprinzips haben wir schon kennengelernt, nämlich das objektive Nettoprinzip. Das besagt, dass die wirkliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht in dem Bruttobetrag der Einnahmen, die man mit seiner Erwerbstätigkeit erzielt, zum Ausdruck kommt, sondern vielmehr in dem Nettobetrag, der nach Abzug der erwerbsbezogenen Aufwendungen verbleibt. Ja, solche erwerbsbezogenen Aufwendungen können zum Beispiel die Fahrtkosten für die Wohnung zum Arbeitsplatz sein, die pauschaliert berücksichtigt werden, bei öffentlichen Verkehrsmitteln sogar in der tatsächlichen Höhe berücksichtigt werden. Aber auch alle anderen erwerbsbezogenen Aufwendungen bei einem Arbeitnehmer, das können Aufwendungen für Arbeitskleidung oder Arbeitsmaterial sein, die der Arbeitnehmer selbst tragen muss, oder bei einem selbstständigen Unternehmer können das eben sein, die Kosten für Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer, die Kosten für die Miete von Büro- oder Fabrikräumen und so weiter. All das mindert die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, denn diese Aufwendung muss ja der betreffende Steuerpflichtige tätigen, um überhaupt erwerbstätig sein zu können, um überhaupt Einnahmen erzielen zu können. Die wahre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit kommt also nur im Nettobetrag zum Ausdruck. Der verbleibt nach Abzug der erwerbsbezogenen Aufwendungen von den Bruttoeinnahmen das objektive Nettoprinzip. Da ist umstritten, ob auch das objektive Nettoprinzip Verfassungsrang hat, also unmittelbar aus Artikel 3.1 Grundgesetz folgt, oder aber ein einfach gesetzliches Prinzip ist, das der Gesetzgeber also durchaus auch wieder beseitigen könnte. Ja, also das Leistungsfähigkeitsprinzip, das ist völlig unstreitig, das hat Verfassungsrang, das könnte also der Gesetzgeber nicht einfach gesetzlich beseitigen. Beim objektiven Nettoprinzip ist das umstritten. Ich meine, dass es Verfassungsrang hat, denn es ist unmittelbar eben mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip verbunden. Ja, die wahre Leistungsfähigkeit kommt nur in dem Nettobetrag, in dem Nettoertrag der Erwerbstätigkeit zum Ausdruck. Meines Erachtens hat es also Verfassungsrang. Das Bundesverfassungsgericht hat sich hier nicht festgelegt, aber das Bundesverfassungsgericht sagt, es gibt auch das sogenannte Prinzip der Folgerichtigkeit. Das bedeutet also, wenn sich der Gesetzgeber einmal für eine bestimmte Systematik, ein bestimmtes Prinzip einfach gesetzlich entschieden hat, dann darf er davon nicht ohne sachlichen Grund abweichen. Das ist also gewissermaßen die Gleichbehandlung in zeitlicher Hinsicht. Der Gesetzgeber kann also nicht im Jahr 1 das objektive Nettoprinzip festlegen und dann für das Jahr 3 plötzlich ein völlig anderes Prinzip anwenden, sondern dafür für einen solchen Systemwechsel braucht er einen sachlichen Grund. Ja, und über dieses aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz hergeleitete Prinzip der Folgerichtigkeit kommt das Bundesverfassungsgericht dann letztendlich doch zu einem verfassungsrechtlichen Schutz des objektiven Nettoprinzips. Und das ist durchaus auch schon einige Male zum Tragen gekommen in Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Also, wenn der Gesetzgeber, wie eben der deutsche Steuergesetzgeber, sich für das objektive Nettoprinzip einmal entschieden hat, dann muss er auch konsequent bleiben und darf dieses Prinzip also nicht ohne sachlichen Grund aufgeben oder nicht ohne sachlichen Grund von diesem Prinzip abweichen. Ja? Das heißt, man kommt zu einem zumindest sehr ähnlichen Ergebnis im Vergleich zu der Ansicht, die sagt, das objektive Nettoprinzip hat als solches schon Verfassungsrang. Jedenfalls ist es also durch dieses Prinzip der Folgerichtigkeit aus Artikel 3.1 Grundgesetz geschützt. Dazu ein Beispiel aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2008 bezieht sich eben auf diese Entfernungspauschale. Und da hat sich der Gesetzgeber im Jahre 2006 ausgedacht, wir streichen die Entfernungspauschale nur für die ersten 20 Kilometer. Die Entfernungspauschale für die Wegstrecke vom Wohnort zum Arbeitsplatz kann nur noch ab dem 21. Kilometer geltend gemacht werden. Ja? Und das wurde in der entsprechenden Begründung, der amtlichen Begründung des Steueränderungsgesetzes 2007 gar nicht besonders begründet. Und dementsprechend stand hier im Vordergrund die letztlich Erhöhung des Steueraufkommens. Ja, man hat mit dem gleichen Gesetz auch ein paar Vergünstigungen geschaffen, also für den Steuerpflichtigen vorteilhafte Regelungen. Das wollte man gewissermaßen kompensieren, indem man eben an anderer Stelle das Steueraufkommen erhöhte. Und zu diesem Zweck hat man die Entfernungspauschale für die ersten 20 Kilometer gestrichen. Das ist natürlich eine Abweichung vom objektiven Nettoprinzip, denn natürlich sind auch die Aufwendungen, die man für die ersten 20 Kilometer Fahrt tätigt, erwerbsbezogen und mindern die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Also eine Abweichung vom objektiven Nettoprinzip. Und nun war eben die Frage, ja, unter Berücksichtigung eben dieses Prinzips der Folgerichtigkeit, gibt es dafür für diese Abweichung einen sachlichen Grund? Ja, und sachliche Gründe kann man sich da durchaus vorstellen. Nur der Gesetzgeber hat eben seinerzeit keinen sachlichen Grund genannt, sondern eben nur die Erhöhung des Steueraufkommens. Aber das Bundesverfassungsgericht sagt, rein fiskalische Gründe, also allein die Zielsetzung, das Steueraufkommen zu erhöhen, das bildet für sich genommen keinen sachlichen Grund. Deswegen hat das Bundesverfassungsgericht die damalige Regelung, dass für die ersten 20 Kilometer, also die Entfernungspauschale, nicht geltend gemacht werden konnte, als verfassungswidrig wegen Verletzung von Artikel 3.1 Grundgesetz angesehen. Der Gesetzgeber musste dann also zur ursprünglichen Regelung zurückkehren, das heißt also Entfernungspauschale ab dem ersten Kilometer. Jetzt hat der Gesetzgeber aber etwas anderes gemacht, aber irgendwo doch wieder gleich, was doch etwas verwundern muss. Die aktuelle Regelung sagt, es können durchaus ab dem ersten Kilometer kann die Entfernungspauschale geltend gemacht werden, aber das ist jetzt gestaffelt. Für die ersten 20 Kilometer nur wie bisher 30 Cent pro Entfernungskilometer. Ab dem 21. dann plötzlich jetzt ab diesem Jahr 38 Cent pro Entfernungskilometer. Und da fragt man sich, was ist der sachliche Grund? Und da ist vor allen Dingen dann die Frage, ist diese Staffelung realitätsgerecht? Ja, und was würden Sie sagen? Ist das eine realitätsgerechte Staffelung, dass man sozusagen pauschalierend unterstellt, für die ersten 20 Kilometer hat man weniger Aufwendungen für die Fahrt mit dem privaten Pkw vom Wohnort zum Arbeitsplatz als für die darauffolgenden Kilometer. Ist das realitätsgerecht? Ja. Sagen, der Verschleiß ist wieder nicht höher, nur weil man über 20 Kilometer fährt. Also dementsprechend bräuchte man ja die gleiche Pauschale eigentlich unabhängig vom gefahrenen Kilometer. Ja, ganz genau. Eher im Gegenteil, nur denn was den Kraftstoffverbrauch pro Kilometer anbelangt, ist er, je weitere Strecken man fährt, ja, pro Kilometer umso niedriger. Insofern wäre genau die umgekehrte Staffelung, das heißt also höhere Beträge für die ersten 20 und danach niedrigere Beträge, das wäre sinnvoll. Und abgesehen davon auch unter dem Gesichtspunkt, also man hat hier natürlich auch ein Stück weit eingebaut, diese ja, unter dem Oberbegriff CO2-Bepreisung bezeichneten Maßnahmen, das heißt also Erhöhung der Energiesteuer, dadurch auch natürlich Erhöhung der Kraftstoffkosten, das wollte man da sozusagen ein Stück weit kompensieren. Nur dann ist es ja überhaupt nicht, erstens nicht realitätsgerecht und zweitens, wenn man sagt, das Ganze dient dem Klimaschutz zum Beispiel, das könnte man sich ja überlegen, weil das in diesem Kontext der CO2-Bepreisung letztlich auch stand, diese Änderung. Aber auch da wird man dann sagen müssen, das bewirkt ja genau das Gegenteil. Das schafft ja einen Anreiz, weitere Strecken zu fahren und eben nicht weite Strecken zu vermeiden. Also eine aus meiner Sicht überhaupt nicht sachlich zu rechtfertigende Regelung, diese Staffelung. Und deswegen ist diese Regelung auch verfassungswidrig. Ja, und es wundert
dann doch ein bisschen. Man hat jetzt also für die ersten 20 Kilometer nicht mehr auf null runtergesetzt, aber eben auf einen niedrigeren Betrag. Und dass man das wiederholt, obwohl das Bundesverfassungsgericht sich da eigentlich doch recht klar geäußert hat, das muss dann schon ein bisschen erstaunen. In dem Zusammenhang, wie fällt es denn überhaupt der Aspekt von Lenkungssteuern, kann man das ja vielleicht auch fassen, zu dem objektiven Nettoprinzip, wo ich da eigentlich dazu hinterher stehen? Ja, naja, also es können durchaus Lenkungszielsetzungen sachliche Gründe für die Abweichung vom objektiven Nettoprinzip darstellen. Ne? Das ist also schon möglich. Es muss dann nur verhältnismäßig sein und es bleibt bei dem Erfordernis, dass die Pauschale auch realistisch sein muss. Und das ist sie eben bei dieser Staffelung nicht. Ja? Wenn man das umgekehrt gemacht hätte, hätte man vielleicht noch sagen können, okay, das ist einigermaßen realistisch, aber in dieser Reihenfolge eben weniger für die ersten 20 und mehr für die darauffolgenden Kilometer ist es genau das Gegenteil von realitätsgerecht. Und deswegen meine ich, dass es hier keine sachliche Rechtfertigung gibt. Ja, und auch jetzt einen Anreiz zu schaffen, dass man eben nicht so weite Strecken fährt, dass man also sozusagen möglichst nah an den Arbeitsplatz heranzieht. Es ist ja genau das Gegenteil letztlich der Fall. Ja, je weiter man fährt, desto mehr bekommt man als Entfernungspauschale. Insofern also meine ich, dass hier das Ganze weder unter dem Gesichtspunkt realitätsgerecht noch unter dem Gesichtspunkt eines sachlichen Grundes, eines Lenkungszieles gerechtfertigt werden kann. Ja, aber im Grundsatz können durchaus Lenkungsziele sachliche Gründe für Abweichung vom objektiven Nettoprinzip sein. Also zum Beispiel ist das anerkannt auch, wie gesagt, man kann also, wenn man den privaten Pkw für diese Fahrt nutzt, nur die Entfernungspauschale geltend machen, wenn man öffentliche Verkehrsmittel nutzt, dann den vollen Betrag. Ja? Und das ist eine Ungleichbehandlung, insofern auch in gewisser Weise eine Abweichung vom objektiven Nettoprinzip, weil man eben beim Pkw gerade nicht die vollen Kosten bekommt, bei öffentlichen Verkehrsmitteln schon. Aber das ist eben gerechtfertigt durch dieses Ziel, dass man den Verkehr eben mehr in den Bereich öffentliche Verkehrsmittel verlagern möchte, ja, aus Umweltgründen letztlich auch. Also das wäre ein Fall, wo man das durchaus rechtfertigen kann. Ja, aber hier eben nicht, weil es letztendlich genau kontraproduktiv ist. Ja. Ja, neben dem objektiven gibt es auch ein subjektives Nettoprinzip. Beim subjektiven Nettoprinzip, also beim objektiven, da geht es ja um erwerbsbezogene Aufwendungen, Aufwendungen, die man tätigen muss, um überhaupt erwerbstätig sein zu können. Beim subjektiven Nettoprinzip, da geht es um existenzsichernde Aufwendungen, Aufwendungen, die man also zur Sicherung der eigenen Existenz, zur Sicherung der Existenz der Familienangehörigen tätigen muss. Und auch dieses subjektive Nettoprinzip wird zum einen aus Artikel 3.1 Grundgesetz hergeleitet. Hier ist eben der Gedanke, das, was man für die Sicherung der eigenen Existenz, der Existenz seiner Familienangehörigen aufwenden muss, hat man ebenfalls nicht zur freien Verfügung. Das heißt, insoweit ist also die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht erhöht. Insofern müssen also auch solche Beträge jedenfalls in gewissen Grenzen, üblicherweise in Höhe von Pauschalen, berücksichtigt werden, steuermindernd berücksichtigt werden. Aber zugleich spielt ja auch eine Rolle die Menschenwürde, Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, insbesondere für die Steuerfreiheit des Existenzminimums, denn da ist eben die Erwägung, ja, dieser Grundfreibetrag spiegelt ja das wider, was man mindestens aufwenden muss, um sich eine menschenwürdige Existenz in der Bundesrepublik Deutschland zu sichern. Und insofern würde es gegen die Menschenwürde ein Stück weit verstoßen, wenn man den Bürgern genau das, was sie dafür brauchen, eine menschenwürdige Existenz zu sichern, per Besteuerung wegnehmen würde. Deswegen ist also das Existenzminimum vollständig von der Besteuerung ausgenommen, und zwar bei jedem, ja, egal wie hoch das Einkommen insgesamt ist. Dieser Teil des Einkommens wird bei keinem Einkommensteuerpflichtigen der Besteuerung unterworfen. Ja, das ist also auch herzuleiten aus Artikel 1.1 Grundgesetz und zugleich aus dem Sozialstaatsprinzip, denn das Sozialstaatsprinzip gebietet nicht nur, dass man gewissermaßen die Gießkanne ausschüttet an Bedürftige, sondern dass man jenen, die selbst erwerbstätig sind, auch das belässt, was sie zur Sicherung einer menschenwürdigen Existenz brauchen. Ja, wenn man ihnen das wegnehmen würde, würden sie ja sozusagen wieder zu Sozialfällen werden. Das wäre also ebenfalls ein Stück weit kontraproduktiv. Also auch aus dem Sozialstaatsprinzip wird die Steuerfreiheit des Existenzminimums hergeleitet. Ja, dementsprechend haben wir also in 32a einen Grundfreibetrag, der wird
nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, ob die noch eingehalten werden, das muss jetzt der BfH erstmal entscheiden. Das muss dann das Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich am Ende entscheiden. Jedenfalls aber versucht man mit dem Grundfreibetrag die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts aus einem Urteil, ich glaube aus den 90er Jahren müsste es sein, abzubilden. Und für 2024 ist der Grundfreibetrag 11.604 Euro. Und der setzt sich zusammen aus sozusagen festen Kosten für Lebensmittel und dergleichen und dann noch so einem ja, variablen Betrag. Das sind die Wohnkosten. Und gerade bei dem letzteren Betrag, das hatte ich Ihnen schon mal gesagt, da gibt es jetzt ein, man könnte sagen, Musterverfahren. War hier zunächst am Finanzgericht Schleswig-Holstein, jetzt beim BfH, wo es eben um die Frage geht. Das Bundesverfassungsgericht hat damals in der Entscheidung eben vorgegeben, dass dieser Grundfreibetrag nicht niedriger sein darf als das, was Bedürftige als Sozialleistung bekommen. So, und ob das noch gewährleistet ist, da kann man in der Tat jetzt erhebliche Zweifel haben mit dem Bürgergeld. Denn da werden ja für eine Karenzzeit die Wohnkosten in voller Höhe sogar übernommen und danach auch in erheblichem Umfang angepasst eben an den regionalen Wohnmarkt. Und genau das findet eben beim Grundfreibetrag nicht statt. Da wird sozusagen alles über einen Kamm geschoren. Der ist für das gesamte Bundesgebiet gleich. Also da spielt es keine Rolle, ob man jetzt in irgendeinem Dorf in Brandenburg oder so wohnt, wo man sehr niedrige Mieten hat, wo die Häuser vielleicht sogar leer stehen, oder in Hamburg wohnt, wo man solche Mieten zahlt, dass man sie selbst als Normalverdiener kaum noch aufbringen kann. Das spielt also für den Grundfreibetrag keine Rolle. Und darin wird eben tatsächlich eine Verletzung des subjektiven Nettoprinzips und auch letztendlich der Vorgaben aus der damaligen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gesehen. Ich meine zu Recht. Und das Ganze geht jetzt zum Bundesfinanzhof erstmal und dann wahrscheinlich zum Bundesverfassungsgericht. Das ist also eine ganz spannende Frage. Nach meiner Auffassung müsste man den Grundfreibetrag eben aufgrund dieser wirklich erheblichen Differenzen, die man bei den Wohnkosten regional hat, regional differenzieren. Man müsste also einen regional gestaffelten Grundfreibetrag einführen, dass man also alles über einen Kamm schert, also in Brandenburg, der genauso hoch ist wie auf dem Land in Brandenburg, genauso hoch ist wie in der Großstadt Hamburg oder München oder Frankfurt, wo man also extrem hohe Mieten zahlt. Das ist nicht realitätsgerecht und deswegen meines Erachtens auch nicht verfassungskonform. Ja, ein weiteres Grundrecht, das eine gewisse Rolle spielt im Steuerrecht, ist der Schutz von Ehe und Familie, Artikel 6 Grundgesetz. Das ist das Verbot, Personen, die in einer Ehe oder Familie leben, auch steuerlich schlechter zu behandeln als Personen, die nicht in einer Ehe oder Familie leben. Und das beinhaltet zum einen, dass die Kosten für den Unterhalt und auch für die Ausbildung der Kinder jedenfalls pauschaliert berücksichtigt werden müssen. Das geschieht durch den sogenannten Familienleistungsausgleich, Paragraphen 31 folgende ESTG. Da gibt es zum einen Kinderfreibeträge und Schrägstrich oder Kindergeld. Das Kindergeld ist eigentlich eine Soziallast. Wir werden das noch an späterer Stelle besprechen. Das Kindergeld ist eigentlich eine Soziallast und das wird jedem Steuerpflichtigen mit Kindern im Sinne des ESTG ausgezahlt, 162 folgende geregelt und ist gewissermaßen eine vorweggenommene, der 32 oder 31, glaube ich, sagt es sogar ausdrücklich, ist eine. Genau, also Paragraph 31 des Kindergeld, das wird im laufenden Kalenderjahr als vorweggenommene Steuervergütung monatlich gezahlt, ja, und dient eigentlich dazu, die Freistellung in Höhe eben der Aufwendungen für die Unterhaltung und Erziehung der Kinder zu bewirken, was also durch Artikel 6.1 Grundgesetz geboten ist. Aber bei Personen mit niedrigen Einkommen, die aufgrund ihres geringen Einkommens gar keine Steuern zahlen, kann dieser Effekt ja gar nicht bewirkt werden. Und für diesen Fall sagt 31 Satz 2, Paragraph 31 Satz 2, soweit das Kindergeld dafür nicht erforderlich ist, dient es der Förderung der Familie. Also in anderen Worten eine Sozialleistung. Hier hat man also völlig systemwidrig Sozialleistungen, die in eines der Sozialgesetzbücher gehören und Steuern miteinander vermengt. Das wird auch kritisiert. Aber das ist eben das aktuelle System. Also man hat Kinderfreibeträge. Das
ist aber letztendlich nur nutzbar für höhere Einkommen und im Übrigen eben das Kindergeld. Und beides wird dann bei den höheren Einkommen miteinander verrechnet. Also Kindergeld auf Antrag bekommt jeder, auch Personen mit höheren Einkommen. Aber bei der Berücksichtigung der Kinderfreibeträge, was also für höhere Einkommen relevant ist, da werden natürlich die Kindergeldzahlungen berücksichtigt. Ja, das ist also das System, also auch hier eine pauschalierte Berücksichtigung der Aufwendungen, die man für die Unterhaltung und Ausbildung der Kinder hat. Und bei Ehegatten gibt es das umstrittene Verfahren des Ehegattensplittings. Das bedeutet, auf Antrag können Eheleute sich gemeinsam veranlagen lassen. Das bedeutet, sie werden wie ein Steuerpflichtiger behandelt. Ja, sie geben eine gemeinsame Einkommensteuererklärung ab. Alle Einkünfte beider Eheleute werden gewissermaßen in einen Topf geworfen. Und es findet dann der sogenannte Splitting-Tarif Anwendung. Das heißt also, das Einkommen wird zur Ermittlung des Steuertarifs durch zwei geteilt. Und wenn Sie einen erheblichen Einkommensunterschied zwischen den Eheleuten haben, dann kommen Sie dadurch, weil wir einen progressiven Steuertarif haben, ja, je höher das Einkommen, desto höher der Tarif. Dadurch kommen Sie also, wenn Sie Eheleute sozusagen in der klassischen Ehe mit einem sehr unterschiedlichen Einkommen, unterschiedlich hohen Einkommen haben, kommen Sie dadurch in einen günstigeren Steuertarif. Wenn wir die ungefähr gleich verdienen, bringt das überhaupt nichts. Aber wenn Sie eben sozusagen eine traditionelle Ehe haben, ja, wo der eine zu Hause bleibt, der andere arbeitet, da bringt das eben einen nicht ganz unerheblichen steuerlichen Vorteil. Das wird aber zunehmend kritisiert und es gibt einige, die dafür plädieren, dass man das ersetzt durch ein Familiensplitting, das in der Tat auch aus meiner Sicht sinnvoller wäre. Das ist aber bis jetzt nicht gemacht worden, sondern man hält eben an diesem Ehegattensplitting fest. Ja, beim Familiensplitting, das würde natürlich kinderreichen Familien erhebliche Steuervorteile bringen, wenn man das Einkommen also auch nicht nur den Ehegatten, sondern auch die Kinder verteilen könnte. Das ist aber wahrscheinlich auch gerade aus diesem Grund, wenn man Steuerausfälle befürchtet, wird das nicht gemacht, sondern man hält eben an diesem Ehegattensplitting fest. Ja, es war in der Diskussion, die Diskussion hat sich jetzt ein Stück weit erledigt. Es war in der Diskussion die Frage, ob Artikel 6 Grundgesetz nur verbietet eine schlechte Stellung von Ehe und Familie oder ob es sogar gebietet eine bessere Stellung gegenüber anderen Formen des Zusammenlebens. Und da ging es konkret um die eingetragene Lebenspartnerschaft, die man irgendwann mal Anfang der 2000er Jahre eingeführt hat. Inzwischen ist das obsolet, jetzt gibt es ja ohnehin die Ehe, die für alle geöffnet ist, aber damals war das eben eine besondere Form, sozusagen eine Ehe für gleichgeschlechtliche Personen. Und die wurde in nahezu jeder Hinsicht gleichgestellt mit der Ehe, also insbesondere was Unterhaltspflichten anbelangt, auch zum Teil, das war dann aber eher schrittweise, bei Sozialleistungen, vor allen Dingen aber bei Unterhaltspflichten wurde das der Ehe gleichgestellt, aber steuerlich nicht. Ja, steuerlich sollten die Lebenspartner keinen Zugang zum Ehegattensplitting haben. Und dagegen wurde Verfassungsbeschwerde erhoben. Das Bundesverfassungsgericht hatte also dann über die Frage zu entscheiden, ist das eine unzulässige Ungleichbehandlung oder ist das sogar durch Artikel 6.1 Grundgesetz geboten, dass man die Ehe gegenüber der eingetragenen Lebenspartnerschaft privilegiert. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Artikel 6 gestattet nur eine Privilegierung der Ehe im Verhältnis zu anderen Formen des Zusammenlebens, die nicht der Ehe im Wesentlichen ähnlich sind, ja, also die sich in Inhalt und Zweck wesentlich von der Ehe unterscheiden, wie etwa das Zusammenleben ohne Ehe und ohne eingetragene Lebenspartnerschaft, damit auch ohne wechselseitige Unterhaltspflichten. Wenn man aber eine Form des Zusammenlebens hat, die der Ehe weitgehend gleichgestellt ist, vor allen Dingen bei Unterhaltspflichten, ja, das war also ganz entscheidend, bei Unterhaltspflichten, dann ist diese Ungleichbehandlung auch durch Artikel 6.1 Grundgesetz nicht gerechtfertigt. Und bei der eingetragenen Lebenspartnerschaft war es eben so, dass die insbesondere bei Unterhaltspflichten mit der Ehe gleichgestellt war. Nur das Steuerrecht sollte ausgenommen werden. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht nach Artikel 3.1 Grundgesetz
nicht, ja. Aber zulässig ist nach wie vor diese Privilegierung gegenüber dem Zusammenleben ohne Trauschein, ohne Ehe. Das hat das Bundesverfassungsgericht dann in der späteren Entscheidung nochmal gesagt. Also, wenn man ohne eheliche Bindung zusammenlebt, wie man früher sagte, eine wilde Ehe, dann hat man ja keine Unterhaltspflicht und dann hat man eben nicht diese Gleichstellung. Dementsprechend also ist insoweit nach wie vor die Besserstellung der Ehe gerechtfertigt. Der Gesetzgeber hat damals dann in Reaktion auf diese Entscheidung den Paragraphen 2 Absatz 8 EStG eingeführt, wo sinngemäß drinsteht, dass überall dort, wo Ehe steht, eben auch die Lebenspartnerschaft mit gemeint ist. Paragraph 2 Absatz 8. Die Regelungen dieses Gesetzes zu Ehegatten und Ehen sind auch auf Lebenspartner und Lebenspartnerschaften anzuwenden. Das sind jetzt ja nur noch Altfälle. Inzwischen ist ja seit einigen Jahren die Ehe eben sowieso für beide, also für gleich und verschiedengeschlechtliche gleichermaßen geöffnet. Das heißt also, das betrifft jetzt nur noch Altfälle. Aber insofern eine wichtige Entscheidung, weil eben klargestellt ist, Artikel 6 rechtfertigt eine Privilegierung der Ehe gegenüber anderen Formen, auch steuerrechtlich, anderen Formen des Zusammenlebens, aber nur, wenn die sich wesentlich von der Ehe unterscheiden, was auf die ja, in Anführungszeichen wilde Ehe, das heißt also das Zusammenleben ohne eheliche Bindung oder ohne Partnerschaft, zutrifft, aber eben nicht auf diese damalige eingetragene Lebenspartnerschaft. Ja, dann ein Grundrecht, an das man bei Steuern eigentlich sofort denkt, nämlich das Eigentumsgrundrecht. In einzelnen Entscheidungen, früheren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, konnte man ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass das Bundesverfassungsgericht Artikel 14 des Eigentumsgrundrechts bei Besteuerung nicht als einschlägig erachtete, weil eben nicht notwendig durch das Eigentum geschützte Positionen gewissermaßen betroffen sind. An dieser Rechtsprechung hat aber das Bundesverfassungsgericht letztlich nicht festgehalten, sondern es sagt, Steuern müssen ja letztendlich entweder mit dem hinzuerworbenen oder mit dem vorhandenen Vermögen, ja, erfüllt werden steuerliche Pflichten und insofern werden hier tatsächlich Gegenstände dem Steuerpflichtigen entzogen, die einen Geldwert haben, die einen Vermögenswert haben und dementsprechend durch Artikel 14 geschützte Rechtspositionen sind. Ja, das heißt, mit der Besteuerung greift man auch in das Eigentumsgrundrecht ein. Ja, und das ist also eine wichtige Aussage des Bundes. Verfassungsgerichts zunächst einmal, weil eben durch das Eigentum, durch das Eigentumsgrundrecht geschützte Positionen dem Steuerpflichtigen notwendigerweise entzogen werden, wenn er die Steuerschuld bezahlen muss. Das ist also die eine Aussage des Bundesverfassungsgerichts. Also wir haben einen Eingriff. Dann aber eben die weitere Frage, wie ist das mit der Rechtfertigung dieses Eingriffs? Und da sagt ja Artikel 14, erstens, dass Inhalt und Schranken des Eigentums durch die Gesetze bestimmt werden. Und zu diesen Gesetzen gehören auch Steuergesetze. Und Artikel 14 Absatz 2 sagt, das Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das heißt, die Besteuerung ist jedenfalls in gewissen Grenzen eben durch diesen Gemeinwohlzweck des Eigentums gerechtfertigt. Durch die Steuern werden ja staatliche Einrichtungen, werden also Aufgaben im Interesse der Allgemeinheit finanziert. Insofern also ist dieser Eingriff im Grundsatz gerechtfertigt. Die Frage ist nur, was sind die Grenzen? Kann also der Staat gewissermaßen unbegrenzt besteuern? Ist er da überhaupt nicht gebunden? Kann er sich immer auf Artikel 14.2 berufen oder gibt es da Grenzen? Paul Kirchhoff, den ich schon mal erwähnte, der auch zentraler Autor des Entwurfs eines Bundessteuergesetzbuches ist, der eine sehr weitreichende Reform des deutschen Steuersystems vorgeschlagen hat, inklusive einer Flat-Tax im Einkommensteuerrecht, war auch eine Zeit lang Richter am Bundesverfassungsgericht im Zweiten Senat. Und er hatte vorher schon entwickelt, er war also Steuerrechtsprofessor in Heidelberg. Er hatte vorher schon entwickelt den sogenannten Halbteilungsgrundsatz. Und es gelang ihm dann, als er im Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts war, die anderen Senatsmitglieder von diesem Halbteilungsgrundsatz zu überzeugen. Und dieser Halbteilungsgrundsatz besagt und
Gestützt wurde das auf Artikel 14 Absatz 2 Satz 2. Sein Gebrauch, der Gebrauch des Eigentums, soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Und aus diesem Wörtchen zugleich leitete Kirchhoff mit diesem Halbteilungsgrundsatz her, dass der Staat sich ungefähr zu gleichen Teilen an dem wirtschaftlichen Erfolg des einzelnen Bürgers beteiligen darf, aber eben nicht mehr. Ja, das ist der sogenannte Halbteilungsgrundsatz. Also jedenfalls, was die Ertragssteuer anbelangt, also Einkommen, Körperschaft, Gewerbesteuer, darauf bezog sich das in erster Linie. Da darf sich der Staat maximal zur Hälfte, ungefähr zur Hälfte, an dem wirtschaftlichen Erfolg des einzelnen Steuerpflichtigen beteiligen. Ja, das heißt also in anderen Worten, die Ertragssteuerbelastung durfte nicht ungefähr 50% übersteigen. Sehr sympathisch aus meiner Sicht, aber leider hatte dieser Halbteilungsgrundsatz beim Bundesverfassungsgericht nicht lange Bestand. Kaum war Frau Kirchhoff dann nach Ablauf der Amtszeit aus dem Zweiten Senat ausgeschieden, kehrte der Zweite Senat dem Halbteilungsgrundsatz den Rücken und gab den also schon wieder auf. Schade, aber gut, das lag eben doch sehr stark an der Person von Paul Kirchhoff und ohne ihn hat der Zweite Senat diesen Grundsatz nicht aufrechterhalten. In dem zugrunde liegenden Fall ging es um einen Steuerpflichtigen, dessen Einkommen und Gewerbesteuerbescheide zusammen eine Gesamtsteuerbelastung von 60% des zu versteuernden Einkommens ergab. Und nach dem Halbteilungsgrundsatz wäre das verfassungswidrig, ja, wenn man daran festgehalten hätte. Das Bundesverfassungsgericht hat aber leider den Halbteilungsgrundsatz aufgegeben und hat gesagt, aus dem Zusammenspiel sozusagen von Artikel 14 Absatz 1 und Absatz 2, also Privatnützigkeit und Gemeinnützigkeit des Eigentums, folgt nur die Verpflichtung des Gesetzgebers, einen angemessenen Ausgleich herzustellen. Ja, also dem Steuerpflichtigen darf nicht so viel im Wege der Besteuerung weggenommen werden, dass ihm kein nennenswerter Teil seines Eigentums, seines wirtschaftlichen Erfolges mehr für die private Nutzung verbleibt. Aber der Gesetzgeber hat einen weiten Gestaltungsspielraum und vor allen Dingen hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, bei höheren Einkommen, auch wenn man davon viel wegnimmt, wie im konkreten Fall eben bei einem Jahreseinkommen von 300.000, ja, zu versteuerndes Jahreseinkommen, wenn man davon 60% wegnimmt, bleibt ja immer noch ein nicht unerheblicher Teil, jedenfalls als absoluter Betrag übrig, den man zu privaten Zwecken nutzen kann. Das heißt also, im konkreten Fall hat das Bundesverfassungsgericht eine Verletzung dieses Gebots des angemessenen Ausgleichs verneint, also keine verfassungswidrige Übermaßbesteuerung gesehen. Und insofern, das also aus fiskalischer Sicht natürlich eine sehr schöne Entscheidung, weil der Gesetzgeber jetzt einen doch sehr weiten Spielraum hat. Insbesondere bei höheren Einkommen darf man nach dieser Entscheidung eben doch einen sehr großen Teil und deutlich über die Hälfte wegnehmen, ohne dass man gegen die Verfassung verstößt. Das bleibt aber in der Diskussion und gerade in einem der letzten Hefte des Betriebsberaters gab es einen sehr schönen Aufsatz, den ich Ihnen auch in OLAT eingestellt habe, von einer Richterin am BFH, 8. Senat des BFH. Und das gibt natürlich Hoffnung für die künftige Rechtsprechung. Frau Jachmann-Michel und ein weiterer Autor, die haben sich Gedanken darüber gemacht, angesichts der extrem hohen Steuerbelastung, Gesamtsteuerbelastung in Deutschland, muss man nicht doch aus den Freiheitsgrundrechten irgendwelche Grenzen herleiten, irgendwelche sozusagen endgültigen Schranken für die Gesamtsteuerbelastung. Das wird in diesem Aufsatz sehr schön, sehr gründlich aufbereitet. Es wird jetzt keine ganz klare Aussage getroffen. Das mag aber daran liegen, dass Frau Jachmann-Michel als BFH-Richterin nicht gewissermaßen ihre eigenen Entscheidungen vorwegnehmen möchte. Das ist dann eher Richtung Bundesverfassungsgerichts vorbehalten, die in Lokalzeitungen dann schon mal mitteilen, wie sie zu entscheiden gedenken, neuerdings. Das mag also der Grund sein, warum sie sich da nicht ganz festgelegt hat. Aber jedenfalls die Tendenz ist schon ziemlich klar, dass sie sagt, also durch die doch sehr hohe Steuerbelastung, Gesamtsteuerbelastung, werden die Freiheitsrechte doch inzwischen sehr stark eingeschränkt. Und das also nochmal ein Anstoß, in diese Diskussion nochmal einzusteigen. Also das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Aufsatz. Macht das vielleicht mit der Berufsfreiheit? Also wenn die Steuern so hoch gesetzt werden, dass Unternehmen viele Mitarbeiter kündigen müssen, wie es jetzt zum Beispiel an den Flughäfen geschieht, weil die Luftfahrtsteuern so erhöht wurden, dass vielleicht da auch ein Engel kommt, dass quasi
Jobs so durch die hohen Steuern so unattraktiv gemacht wurden, dass sie gar nicht mehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen? Naja, also nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist das wohl nicht zu beanstanden, ne? Also die äußerste Grenze ist eben die sogenannte erdrosselnde Wirkung. Ja, wenn also die Steuern so hoch und so belastend sind, dass sie letztendlich die wirtschaftliche Tätigkeit komplett verunmöglichen. Ja, das wird man aber nicht sagen können, wenn man nur ein paar Arbeitnehmer rauswerfen muss. Also das ist dann letztendlich auch noch innerhalb des Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers, nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ja, also nach dem Halbteilungsgrundsatz wäre das deutlich einfacher, aber der ist ja nun mal aufgegeben, sodass jetzt eben nur ein vernünftiger Ausgleich geschaffen werden muss. Und da gibt es eben einen doch recht großen Beurteilungsspielraum des Gesetzgebers. Ja, dann komme ich jetzt zu den objektiven Verfassungsgrundsätzen, die aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitet werden. Und hier ganz wichtig, der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung. Ja, wir sind ja bei den Steuern im Bereich der Eingriffsverwaltung und das ist ja ein allgemeiner Grundsatz. Jeder Eingriff in die Rechtssphäre des Bürgers bedarf einer gesetzlichen Grundlage in Gestalt eines förmlichen Parlamentsgesetzes. Und das gilt auch um das Recht für den Bereich der Steuern. Ja? Das heißt, für jede steuerliche Belastung bedarf es eines förmlichen Parlamentsgesetzes. Und so ein bisschen wie im Strafrecht stellt sich die Frage, wenn wir für eine steuerliche Belastung keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage haben, also der konkrete Fall, den die Finanzverwaltung der Besteuerung unterwerfen möchte, vom Wortlaut des Gesetzes nicht erfasst wird, kann man das Steuergesetz zu Lasten des Steuerpflichtigen entsprechend anwenden. Ja. Im Strafrecht gibt es ein strenges Analogieverbot, wie Sie wissen. Da ist also die Analogie zu Lasten des Straftäters verboten, schlechterdings verboten. Ich würde dazu neigen, für das Steuerrecht zu sagen, erst recht muss es hier ein Analogieverbot geben, denn im Strafrecht wird ja jemandem eine Strafe, das kann ja auch eine Geldstrafe sein, ja, eine Geldleistungspflicht auferlegt, weil er dich etwas zu Schulden kommen lassen hat. Der Steuerpflichtige dagegen muss unschuldig sozusagen Steuern zahlen. Ja, nur weil er Bürger des Landes ist, muss er Steuern zahlen. Das ist der einzige Grund, aber er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Und deswegen meine ich, muss im Steuerrecht erst recht ein Analogieverbot gelten. Der Bundesfinanzhof sieht das etwas lockerer. Der sagt also, es kann grundsätzlich ist die Analogie zulasten des Steuerpflichtigen unzulässig, aber ausnahmsweise doch zulässig, wenn für den Steuerpflichtigen erkennbar ist, dass der Gesetzgeber nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift auch einen Sachverhalt erfassen wollte, wie er jetzt bei den betreffenden Steuerpflichtigen eingetreten ist. Ja, so der Bundesfinanzhof in einer älteren Entscheidung. Da muss man meines Erachtens schon die Frage aufwerfen, ist das noch zeitgemäß, denn wir haben inzwischen so viele Änderungen der Steuergesetze, dass der Gesetzgeber es im Prinzip jederzeit in der Hand hat. Wenn er merkt, es gibt steuerliche Sachverhalte, die passen nicht ganz unter eine bestehende Vorschrift, dann kann er sie ändern. Und er ändert ja ständig die Steuergesetze. Also das kann man, meine ich, schon einem so hyperaktiven Steuergesetzgeber schon zumuten, dass wenn er irgendwelche Fälle feststellt, auf die aktuellen Gesetze eben nach ihrem Wortlaut nicht passen, dann muss er sie eben ändern. Ja, und deswegen meine ich, dass diese Rechtsprechung nicht überzeugend ist. Aber gut, der Bundesfinanzhof, wie gesagt, ist da ein bisschen großzügiger bei Analogien. Ausnahmsweise, wenn das sozusagen für den Steuerpflichtigen erkennbar war, dass auch sein Fall nach dem Sinn und Zweck der Regelung erfasst sein sollte. Ja, dann gibt es ebenfalls hergeleitet aus dem Rechtsstaatlichkeitsgrundsatz, ja, also das ist sozusagen, das hat mal jemand gesagt, das Grundgesetz sozusagen als Wundertüte, das ist ja relativ schlank vom Normenbestand her, aber man leitet da ganz viel draus. Ja, aber zu Recht, ja, also das ist schon mal eine gute Tendenz des Bundesverfassungsgerichts gewesen über Jahrzehnte lang, dass es eben auch dort, wo es keine explizite Regelung gab, Grundrechte oder eben objektivrechtliche Grundsätze hergeleitet hat, ja, zum Schutz der Grundrechte des Bürgers, einen möglichst großen Freiheitsraum dem Bürger zu belassen. Insofern ist das auch durchaus gerechtfertigt, dass es eine Wundertüte ist. Ja, also man leitet aus dem Artikel 20.3 Grundgesetz auch das rechtsstaatliche Gebot der Bestimmtheit und der Normenklarheit. Ja, das heißt also,
Ein steuerliches Gesetz, das eine Belastung des Bürgers vorsieht, muss nach Inhalt, Zweck, Gegenstand und Ausmaß so bestimmt sein, dass auch ein nicht rechtskundiger Bürger, ohne dass er Anwälte oder eine ganze Kanzlei für 500 Euro pro Stunde beauftragen muss, anhand des Wortlauts des Gesetzes genau erkennen kann, ob und in welchem Umfang er steuerlich belastet wird. Ja? Soweit die Theorie. Und der Gesetzgeber muss die steuerrechtlichen Vorschriften so genau, verständlich und klar wie möglich formulieren. Jetzt blättern Sie mal diesen Gesetzestext durch, die Gesetzestexte, und nach dem Zufallsprinzip tippen Sie mal irgendwo drauf und lesen sich das durch. Stimmt das? Nein, für die allermeisten Steuergesetze nicht. Das wird also in der Praxis leider vom Bundesfinanzhof und vom Bundesverfassungsgericht nur sehr, sehr lax gehandhabt. Ja, also man spricht diese Formeln aus, aber wendet sie letztendlich nicht konsequent. Ganz, ganz wenige Entscheidungen des vor allen Dingen Bundesfinanzhofs rekurrieren mal tatsächlich auf den Bestimmtheitsgrundsatz, das Gebot der Normenklarheit, und der Bundesfinanzhof hat dann auch mal eine ganz besonders monströse Vorschrift. Diese hier müssen Sie sich nicht durchlesen. Sie sehen ja an diesem Buchstabensalat hier, was davon zu halten ist. Dazu hat der BFH dann mal ausnahmsweise konsequent diesen Grundsatz der Bestimmtheit, der Normenklarheit angewandt und gesagt, Inhalt und Systematik dieser Vorschrift, da sollte also sozusagen eine Mindestbesteuerung sichergestellt werden, erschließen sich bei hoher Fehleranfälligkeit, allenfalls mit subtiler Sachkenntnis, außerordentlichen methodischen Fähigkeiten und einer gewissen Lust zum Lösen von Denksportaufgaben. Die Norm sei sprachlich unverständlich, widersprüchlich, irreführend, unsystematisch aufgebaut und damit in höchstem Maße fehleranfällig. Deswegen hat in diesem Fall der Bundesfinanzhof einen Verstoß gegen das Gebot der Normenklarheit und das Bestimmtheitsgebot angenommen. Der Gesetzgeber hat diese Vorschrift dann auch beseitigt, aber eben viele andere Vorschriften, die ganz ähnlich gestrickt sind, nicht. Da fallen mir also schon eine ganze Reihe weiterer Vorschriften ein, auf die man das eins zu eins übertragen könnte. Die stehen aber alle noch im Gesetz. Und insofern muss man feststellen, leider, dass dieses Bestimmtheitsgebot und das Gebot der Normenklarheit zwar ja auf dem Papier stehen, in der Theorie bestehen, aber in der Praxis nicht konsequent angewendet werden. Das sprechen die Gerichte nicht ausdrücklich aus, aber wenn man es konsequent anwenden würde, dann würde hiervon vielleicht noch ein Viertel übrig bleiben. Und das würde natürlich den Staat lahmlegen. Ja, das ist also überlegen. Aber vielleicht wäre das auch mal ganz heilsam, dass endlich mal gut geschriebene Gesetze gemacht werden, denn da lässt die Qualität auch immer mehr nach. Und vielleicht braucht der Gesetzgeber mal einen solchen Warnschuss, wie damals der Bundesfinanzhof das gemacht hat. Ja, dann gibt es das Rückwirkungsverbot. Das wird auch hier geleitet aus dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit. Es ist eine besondere Ausprägung des rechtsstaatlichen Vertrauensschutzes, denn der Steuerbürger, überhaupt der Bürger, muss im Grundsatz darauf vertrauen dürfen, dass eine einmal vorgefundene Rechtslage sich dann auch nicht rückwirkend ändert, weil ja der Bürger auch Dispositionen trifft, sich auf diese Rechtslage verlässt und deswegen also jedenfalls die sogenannte echte Rückwirkung ist unzulässig. In einigen Entscheidungen spricht das Bundesverfassungsgericht von einer Rückbeziehung von Rechtsfolgen. Früher sagte man, oder auch heute ist es noch gebräuchlich, echte Rückwirkung. Eine echte Rückwirkung hält das Bundesverfassungsgericht für grundsätzlich unzulässig. Eine echte Rückwirkung haben wir im Steuerrecht dann, wenn ein in der Vergangenheit liegender und schon abgeschlossener Sachverhalt, der nach der in dem betreffenden Veranlagungszeitraum, also Steuerzeitraum, geltenden Rechtslage nicht steuerpflichtig war, dann nach Ablauf dieses Besteuerungszeitraums mit Rückwirkung doch der Besteuerung unterworfen wird. Ja? Und jedenfalls der Bereich der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer, das sind auch Gewerbesteuer, das sind Jahressteuern. Das heißt, die werden immer für den sogenannten Veranlagungszeitraum erhoben und das ist das Kalenderjahr. Das bedeutet konkret, dass wir haben also eine echte Rückwirkung dann, wenn das Kalenderjahr, der Veranlagungszeitraum abgelaufen ist und danach ein Gesetz erlassen wird, das für den schon abgelaufenen Veranlagungszeitraum eine Steuerpflicht, eine Besteuerung vorsieht, wo sie eben nach der früheren Rechtslage nicht bestanden. Das wäre eine echte Rückwirkung. Also Stichtag ist sozusagen immer der Ablauf des Kalenderjahres. Und jedenfalls dann, wenn das Gesetz erst danach
ja, überhaupt in das Gesetzgebungsverfahren kommt. Ja, man streitet sich so ein bisschen, wenn das Gesetz vor Ablauf des Jahres schon in das Gesetzgebungsverfahren kommt und erst danach im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, dann sagen einige, dann sei das keine echte Rückwirkung, halte ich aber für problematisch, denn maßgeblich ist die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt. Vorher ist das Gesetz ja sozusagen rechtlich gar nicht existent. Ja, das mag dann ein Internum sein, es wird auch veröffentlicht, dann Bundestagsdruckdatum und so weiter. Aber ich meine, entscheidend muss sein, dass die Veröffentlichung des Gesetzes eben nach Ablauf des VZ erst erfolgt und dann ist es eine echte Rückwirkung und die ist grundsätzlich unzulässig. Ja? Wo es einen Grundsatz gibt, gibt es auch Ausnahmen. Das Bundesverfassungsgericht lässt eine Ausnahme auch vom Verbot der echten Rückwirkung zu, wenn es zwingende Gründe des Gemeinwohls gibt oder wenn es kein schutzwürdiges Vertrauen des Bürgers gibt. Und da verwendet das Bundesverfassungsgericht die Formel insbesondere, wenn die bisherige Rechtslage unklar und verworren ist. Naja, aber das trifft nun mal auf weite Teile des Steuerrechts zu und diese Ausnahme erscheint mir nicht überzeugend, denn das heißt ja, dass letztendlich der Gesetzgeber für seine schlechte Gesetzgebungsqualität belohnt wird. Ja? Also er regelt die Dinge unklar und verworren und als Belohnung darf er dann eine echte Rückwirkung machen. Also das ist ein bisschen merkwürdig, diese Ausnahme. Im Übrigen aber zwingende Gründe des Gemeinwohls, aber da müssen natürlich hohe Anforderungen gestellt werden. Denn das ist schon ein ganz wichtiger Grundsatz, dieses Rückwirkungsverbot, ein wichtiger rechtsstaatlicher Grundsatz. Und das darf man also nicht leichtfertig sozusagen beiseite wischen. Anders bei der sogenannten unechten Rückwirkung und von einer oder in einigen Entscheidungen spricht das Bundesverfassungsgericht auch von der tatbestandlichen Rückanknüpfung. Davon spricht man, wenn das Gesetz zwar im Laufe des VZ erst erlassen wird, ja, aber noch eben vor Ablauf des Veranlagungszeitraums und eben auf den Beginn des Veranlagungszeitraums zurückwirkt. Das ist eine unechte Rückwirkung im Steuerrecht und die hält das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich für zulässig. Ja, also Stichtag ist eben immer das Ende des Veranlagungszeitraums. Das ist in der Regel das Kalender, jedenfalls für die Einkommen- und die Körperschaftssteuer, das Kalenderjahr. Und wenn eben noch vor Ablauf des Kalenderjahres ein Gesetz erlassen wird, das dann eine Besteuerung von bisher nicht besteuerten Sachverhalten rückwirkend auf den Beginn des VZ vorsieht, das hält das Bundesverfassungsgericht für grundsätzlich zulässig, weil es eben eine unechte Rückwirkung ist. Und der Steuerpflichtige darf eben erst nach Ablauf des VZ darauf vertrauen, dass der VZ eben so besteuert wird wie zum Ende des betreffenden Veranlagungszeitraums. Das heißt also, wenn bis dahin keine Besteuerung vorgesehen war, dann darf der Steuerpflichtige darauf vertrauen, dass es auch dabei bleibt. Anders bei der unechten Rückwirkung, da muss der Steuerpflichtige eben noch vor Ablauf des VZ wissen, dass der VZ eben jetzt steuerlich rückwirkend anders behandelt wird. Aber eine Ausnahme wird gemacht unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit, wenn es schon ein schutzwürdiges Vertrauen des Steuerpflichtigen gibt. Ja, zum Beispiel, wir haben eine steuerliche Vorschrift, die bestimmte Steuervergünstigungen gewährt, zum Beispiel erhöhte Abschreibungsmöglichkeiten. Und diese Vorschrift wird dann noch vor Ablauf des Veranlagungszeitraums rückwirkend gestrichen. Aber der Steuerpflichtige hat sich zum Beispiel schon eine Maschine gekauft, um eben von diesen erhöhten Abschreibungsmöglichkeiten Gebrauch zu machen. Das heißt, er hat schon konkrete Vermögensdispositionen getroffen. Und in einem solchen Fall wird man dann jedenfalls gegenüber diesem konkreten Steuerpflichtigen eine unechte Rückwirkung als ausnahmsweise unzulässig ansehen müssen. Aber im Grundsatz, wie gesagt, ist das zulässig. Also die entscheidende Frage ist, ist das Gesetz vor oder nach, das rückwirkende Gesetz vor oder nach Ablauf des Veranlagungszeitraums erlassen worden? Wenn davor, ist es eine grundsätzlich zulässige unechte Rückwirkung. Wenn erst danach, dann ist es eine grundsätzlich unzulässige echte Rückwirkung. Wie ist das, wenn ein Gesetz quasi nach dem Besteuerungsjahr rechtswidrig erklärt wird? Also das war ja der Fall, wenn quasi jetzt im Nachhinein ein Gesetz erlassen wird, was rückwirkend die Besteuerung regeln soll. Was ist, wenn ein Gesetz, was die Besteuerung letztes Jahr geregelt hat, dieses Jahr für rechtswidrig erklärt wird? Das kommt darauf an, ob schon für den einzelnen Steuerpflichtigen Bestandskraft eingetreten ist oder nicht. Ne? Da muss man also im Grundsatz nach den einzelnen Steuerpflichtigen unterscheiden. Also der Steuerpflichtige, der zum Beispiel die Entscheidung des BFH erwirkt hat, in der der BFH sagt, dieses Gesetz ist verfassungswidrig,
Dieser Steuerpflichtige, der hat natürlich rechtzeitig Einspruch erhoben und Klage erhoben. Das heißt, gegenüber diesem Bürger wäre dann maßgeblich jetzt die Rechtslage nach für ungültig Erklärung dieses Gesetzes. Ja, das muss am Ende das Bundesverfassungsgericht ja machen. Bei allen anderen Bürgern, die keine Einspruch erhoben haben, im Grundsatz haben wir dann Bestandskauf. Das heißt, da ändert sich dann nichts mehr. Ja, das ist also genau wie im allgemeinen Verwaltungsrecht. Wenn man einmal Bestandskraft hat, ändert sich nichts. Aber in bestimmten Fällen, wenn also, da haben wir im Moment einige solcher Fälle, wenn bestimmte Vorschriften, die für ganz, ganz viele Steuerpflichtige relevant sind, gerade beim Bundesverfassungsgericht liegen, dann wird häufig von Amts wegen in den Einkommensteuerbescheid eine Vorläufigerklärung aufgenommen. Und dann bleiben also diese Steuerbescheide insoweit bezüglich dieser Rechtsfrage offen. Ja, und dann muss man sich auch nicht die Mühe machen, Einspruch einzulegen. Also das kommt immer drauf an. Ja, aber der Grundsatz ist eben, wenn man seinen Steuerbescheid bestandskräftig hat werden lassen, obwohl er auf einer später für verfassungswidrig erklärten Norm beruht, dann bleibt es dabei. Ja, es sei denn, es gibt diesen Vorläufigkeitsvermerk. In manchen Fällen macht der Gesetzgeber das dann auch gut aus Bilanz, dass er für alle Fälle das sozusagen revidiert. Aber im Grundsatz muss man eben rechtzeitig Einspruch einlegen, Klageweg beschreiten und so weiter. Ja, das also zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen und wir werden immer wieder darauf zurückkommen, weil es eben doch sehr viele Vorschriften gibt, bei denen man also mit Recht verfassungsrechtliche Zweifel haben kann. Und der nächste Teil ist jetzt das europäische und internationale Steuerrecht und das wird immer wichtiger, ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden und deswegen bringe ich das auch hier schon bei den Grundlagen. Sie werden im nächsten Semester noch eine eigene Vorlesung hören zum europäischen und internationalen Steuerrecht. Das ist in den letzten Jahren wirklich extrem wichtig geworden, sowohl das europäische als auch das internationale Steuerrecht, was einfach mit der zunehmenden Internationalisierung nicht nur der Wirtschaft, sondern generell der Rechtsbeziehungen zusammenhängt. Und das führt eben dazu, dass wir immer mehr europäische, dass wir immer mehr internationale Steuersachverhalte haben. Und ja, also zunächst mal das europäische Steuerrecht. Wir haben im AEUV nur, also im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, nur recht wenige spezifisch steuerrechtliche Regelungen. Wir haben also den Artikel 28 über die Zollunion. Das heißt also, zwischen den einzelnen EU-Mitgliedstaaten gibt es keine Zölle mehr, sondern nur noch an den Außengrenzen der EU oder im Verhältnis zu Drittstaaten eben gibt es nur noch Zölle. Das ist ja sozusagen, war ja der ursprüngliche Zweck auch überhaupt der Europäischen Union, ein einheitlicher Wirtschaftsraum ohne insbesondere Zölle oder sonstigen Barrieren zwischen den Staaten. Dann gibt es ein allgemeines Diskriminierungs- und Protektionsverbot, das also auf zum Beispiel Waren aus anderen Mitgliedstaaten nicht höhere Abgaben erhoben werden als auf inländische Produkte. Das alles spielt aber in der Praxis keine so zentrale Rolle, weil das letztlich Selbstverständlichkeiten sind. Das sind ja. Weiter geht's. Ja. Das sind irgendwelche komischen Programme, die man hier aus dem Rechenzentrum aufgespielt bekommt und die dann einfach mitten in der Präsentation irgendwelche Dinge machen. Ja, also, wie gesagt, nur einige wenige steuerliche Regelungen im AEUV, die ich jetzt auch gar nicht im Detail besprechen will. Eine wichtige Regelung ist aber Artikel 113 AEUV. 113 AEUV gibt dem europäischen Gesetzgeber ausdrücklich die Befugnis, Regelungen zu erlassen zur Harmonisierung der indirekten Steuern. Und was ist eine ganz wichtige indirekte Steuer, die aber tatsächlich harmonisiert ist in der gesamten EU? Ja, Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer, ganz genau. Da gibt es nämlich die Mehrwertsteuersystemrichtlinie, ja, in ihrer aktuellen Fassung aus dem Jahre 2006. Und diese Mehrwertsteuersystemrichtlinie umfasst, glaube ich, 300 oder 400 Artikel, also sehr umfangreich. Und die gibt sehr detaillierte Vorgaben für das Umsatzsteuerrecht. Unter anderem wird vorgesehen ein Mindeststeuersatz für den Normalfall von 15%. In Deutschland haben wir 19%. In anderen Ländern aber ist der Umsatzsteuersatz noch höher. Und ein ermäßigter Steuersatz für im Anhang der Richtlinie aufgezählte
Waren und Leistungen, beispielsweise Lebensmittel, Bücher und so weiter, von mindestens 5%, in Deutschland 7%, und auch im Übrigen sehr, sehr weitgehende Vorgaben. Und in Deutschland musste dementsprechend das Umsatzsteuergesetz von 1919 angepasst werden an die Richtlinie, wobei aber umgekehrt das deutsche Recht auch erheblichen Einfluss auf die Richtlinie hatte. Das heißt also sozusagen, es ist eine gewisse Wechselwirkung. Also im Bereich der indirekten Steuern, im Bereich der Umsatzsteuer, da haben wir eine EU-weite Harmonisierung, sehr weitgehende Harmonisierung. Und eine Konsequenz dessen, dass also das Umsatzsteuergesetz weitgehend auf Vorgaben einer EU-Richtlinie beruht, wer entscheidet also im Bereich der Umsatzsteuern letztverbindlich, soweit wir Vorgaben in dieser Mehrwertsteuersystemrichtlinie haben, dem steht dann die Entscheidungsbefugnis der EuGH. der EuGH. Ja, ganz genau. Nur dementsprechend haben wir also sehr viele Entscheidungen inzwischen des EuGH für den Bereich der Umsatzsteuer. Ja. Dazu werden Sie im nächsten Semester auch eine eigene Vorlesung hören. Das ist ein wichtiges, aber auch sehr komplexes Rechtsgebiet und das eben unionsweit harmonisiert. Anders im Bereich der direkten Steuern, und das sind insbesondere die Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer. Da haben wir keine Harmonisierung, auch keine Grundlage in den Verträgen für eine umfassende Harmonisierung. Und das ist auch gewollt so von sozusagen den Gründern der Europäischen Union, von den Urhebern der Gründungsverträge ist genau das gewollt, dass die einzelne Mitgliedstaaten im Bereich der direkten Steuern, Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer weitgehend frei sind. Das heißt also, im Bereich der direkten Steuern haben wir nach wie vor keine umfassende Harmonisierung, sondern nur eine punktuelle Harmonisierung durch einzelne, ja, sektoriale EU-Richtlinien. Und diese Richtlinien ursprünglich hatten die Zielsetzung, vor allen Dingen eine steuerliche Doppelbelastung bei grenzüberschreitenden Sachverhalten innerhalb der EU zu vermeiden. Das heißt, sie wollten also den gemeinsamen Binnenmarkt geradezu fördern, ja, also bestehende Steuerhemmnisse innerhalb des Binnenmarkts beseitigen. So etwa die Mutter-Tochter-Richtlinie, die eine Besteuerung untersagt, wenn wir einen grenzüberschreitenden Konzern haben. Eine Muttergesellschaft sitzt zum Beispiel in Deutschland, die Tochtergesellschaft in Frankreich, dann besteht die Gefahr, dass der Gewinn, den die Tochtergesellschaft an die Muttergesellschaft als Dividende ausschüttet, doppelt besteuert wird, nämlich einmal im Wege der Quellenbesteuerung bei der Tochter und dann nochmals im Staat der Mutter, also in Deutschland. Diese Gefahr besteht und genau das untersagt die Mutter-Tochter-Richtlinie. Die untersagt also die Quellenbesteuerung bei der Tochtergesellschaft, sondern es hat also das Besteuerungsrecht im Ergebnis nur der Staat, in dem die Muttergesellschaft ansässig ist, sodass also diese Dividende dann auch nur einmal besteuert wird. Ja, dadurch wird eben in diesem Fall die Niederlassungsfreiheit geschützt, überhaupt also der gemeinsame Binnenmarkt von steuerlichen Hindernissen bereinigt. Und ganz ähnlich die Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie. Hier geht es um Zins- und Lizenzzahlungen auch wieder innerhalb von Konzernen. Das heißt also, eine Tochtergesellschaft zum Beispiel in Deutschland zahlt an ihre Muttergesellschaft in Frankreich für die Nutzung zum Beispiel gewerblicher Schutzrechte eine Lizenzgebühr. Und auch hier wird eine Doppelbesteuerung unterbunden, dadurch, dass man eben wiederum die Quellenbesteuerung dieser Lizenzgebühren im Staat der Tochtergesellschaft untersagt. Die Lizenzgebühr darf also dementsprechend nur im Staat der Muttergesellschaft besteuert. Ja, das also Richtlinien, die tatsächlich dem Steuerpflichtigen etwas Gutes tun wollten und die der Verwirklichung des Binnenmarkts dienten. Die rechtliche Grundlage besteht in der Generalklausel des Artikels 115a EUV. Und der sagt unbeschadet des 114, der uns jetzt hier nicht weiter interessiert, erlässt der Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren einstimmig und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und so weiter und so weiter Richtlinien für die Angleichung derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken. Ja, und genau das haben wir in diesen Bereichen, wo eben ohne diese Richtlinien eine steuerliche Doppelbelastung drohte, wie ich das erläutert habe, bei grenzüberschreitenden Fällen. Und das wird eben durch diese Richtlinien beseitigt. Ja, bei den Richtlinien ist völlig klar,
Das wirkt sich unmittelbar auf das Funktionieren des Binnenmarkts aus. Und insofern, zu Recht hat man Artikel 115 AEUV für diese ja, steuerpflichtigen günstigen Richtlinien herangezogen. Diese ursprünglich steuerpflichtigen freundliche Tendenz des europäischen Gesetzgebers hat sich inzwischen in ihr Gegenteil verkehrt. Dazu komme ich gleich noch. Man stützt jetzt also geradezu inflationär belastende Richtlinien auf eben diese Generalklausel des Artikels 115 AEUV und versucht auf diesem Wege letztlich schrittweise eine vollständige Harmonisierung des Bereichs der direkten Steuern herbeizuführen. Und das widerspricht dem Geist der Verträge, die eben gerade keine Gesetzgebungskompetenz im Bereich der direkten Steuern vorgesehen haben und widerspricht auch Artikel 115, der in diesen Fällen geradezu inflationär auch herangezogen wird. Darauf werde ich aber an späterer Stelle noch eingehen. Diese Richtlinien bedürfen der Einstimmigkeit und in der Praxis hat man den Artikel 115 letztlich auf diese Voraussetzung reduziert. Den Rest lässt man weg, ja, also diese weitere Voraussetzung unmittelbar Auswirkungen auf Errichtung oder Funktionieren des Binnenmarkts. Das denkt man sich in der Praxis inzwischen weg beim europäischen Gesetzgeber, sondern Einstimmigkeit. Nur, diese Einstimmigkeit brauchen Sie erstens für den Erlass, aber dann auch für jede Änderung der Richtlinie. Ja, und das macht natürlich das europäische Steuerrecht sehr unflexibel. Jede Änderung einer solchen Richtlinie müssen Sie auch wieder einstimmig, brauchen Sie, dafür brauchen Sie also auch wieder die Einstimmigkeit. Das also macht das europäische Steuerrecht dann doch sehr statisch. Das also sozusagen der eine Bereich, die eine Säule der Harmonisierung des Steuerrechts, auch des direkten Steu des Rechts der direkten Steuern über Richtlinien, aber nur punktuelle Richtlinien. Ja, die können nicht umfassend sein wie die Mehrwertsteuersystemrichtlinie, weil es eben diese umfassende Harmonisierungsbefugnis für den Bereich der direkten Steuern gerade nicht gibt. Und dann ist noch ganz wichtig für den Bereich auch der direkten Steuern, vor allem der direkten Steuern sogar, die Rechtsprechung des EuGH zu den Grundfreiheiten des AEUV. Ja, der EuGH betont in den Entscheidungen, das wiederholt er dann immer formelhaft, dass der Bereich der direkten Steuern als solcher beim gegenwärtigen Stand des Unionsrechts nicht in die Zuständigkeit des Unionsgesetzgebers fällt, aber die Mitgliedstaaten müssen die ihnen verbliebenen Befugnisse unter Wahrung des Unionsrechts ausüben. Und das sind eben auch die Grundfreiheiten des AEUV. Da gibt es inzwischen ganz viele Entscheidungen des EuGH, und zwar Entscheidungen, die für den Steuerpflichtigen in der Regel sehr positiv sind, weil der EuGH nämlich aus den Grundfreiheiten auch Schranken für den nationalen Steuergesetzgeber für grenzüberschreitende Sachverhalte innerhalb der EU herleitet. Das ist also eine ganz wichtige Rechtsprechung, über die sich vor allen Dingen Deutschland auch immer wieder ärgert. Der Startschuss war sozusagen die Schumacher-Entscheidung des EuGH aus dem Jahre 1995. Herr Schumacher, belgischer Staatsbürger, wohnte mit Ehefrau und Kindern in Belgien, übte aber eine Arbeitnehmertätigkeit, also nicht selbstständige Tätigkeit, in Deutschland aus. In Deutschland war für ihn die Lohnsteuerklasse 1 eingetragen in der Lohnsteuerkarte. Und er beantragte nun, das ist sozusagen die Lohnsteuerklasse für ledige Unverheiratete ohne Kinder. Und Herr Schumacher beantragte nun, weil er eben Frau und Kinder in Belgien hatte, die Steuerklasse 3. Und das hätte Zugang gewährt zum Ehegattensplitting, was ich eben schon erläutert habe, ja, dass man also einen günstigeren Steuertarif bekommt. Das ging aber nach dem damaligen Steuerrecht in Deutschland nicht, sondern die Steuerklasse 3, also das Ehegattensplitting, konnte nur für verheiratete Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Deutschland beantragt werden. Und das traf auf Herrn Schumacher nicht zu. Das wurde ihm also verwehrt und dagegen wehrte er sich, ja, und beschritt also den Finanzrechtsweg und am Ende landete das beim EuGH. Denn was wogegen könnte so etwas verstoßen, dass man sagt, wir beschränken den Zugang zu diesem, ja, zu dieser Steuervergünstigung, nämlich dem Ehegattensplitting, das beschränken wir auf Personen, die bei uns wohnen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Wogegen könnte das verstoßen? Ja? Artikel 110 Diskriminierungsverbot. Ja, da könnte man dran denken, aber es ist was anderes. Und es ist, ja. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit, ganz genau. Ja. Das
war in der Tat eine Beschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit, denn ja, die Grundfreiheiten des AEUV, die verbieten nicht nur offene, sondern auch verdeckte Diskriminierungen. Die deutsche Regelung knüpfte ja nicht an die Staatsangehörigkeit an, das wäre eine offene Diskriminierung, sondern sie knüpfte an den Wohnsitz. Aber sie traf damit de facto ganz überwiegend eben ausländische Staatsbürger, weil nämlich in der Regel es ausländische Staatsbürger sind, die eben als Grenzpendler im Ausland wohnen, aber in Deutschland arbeiten. Also es war eine verdeckte Diskriminierung, darüber hinaus auch eine Beschränkung natürlich, weil so etwas davon abhalten kann, von der Arbeitnehmerfreizügigkeit Gebrauch zu machen. Und dementsprechend hat der EuGH die damalige Regelung des deutschen Rechts für unionsrechtswidrig erklärt. Eine Rechtfertigung gab es nicht für diese Beschränkung. Dementsprechend also hat der EuGH in dieser Entscheidung, dieser grundlegenden Entscheidung aus den Grundfreiheiten, also Schranken hergeleitet für die nationale Steuergesetzgebung, auch in den Bereichen, wo es gar keine Harmonisierung durch Richtlinien gibt. Aber es gibt eben sozusagen eine mittelbare Harmonisierung durch die Grundfreiheit. Ja? Und da die Grundfreiheiten ja immer die grenzüberschreitenden Aktivitäten schützen wollen, sind diese Entscheidungen des EuGH, die auf die Grundfreiheiten gestützt sind, für den Steuerpflichtigen in aller Regel günstige Entscheidungen. Wie auch hier in diesem Fall, weil eben nach der aktuellen Rechtslage, das sind Paragraphen 1 Absatz 3 1a DSGG, das schauen wir uns an späterer Stelle noch an, auch Personen mit Wohnsitz im Ausland unter bestimmten Voraussetzungen Zugang zum Ehegattensplitting und damit zur Lohnsteuerklasse 3 haben. Ja, damit hat der Gesetzgeber also dem EuGH-Urteil folgend diese Diskriminierung beseitigt. Ein anderes Beispiel betrifft einen Sachverhalt in Frankreich. Herr Lasteridis-Saillant hatte seinen Wohnsitz zunächst in Frankreich, war dort zu mehr als 25% an einer Gesellschaft mit Sitz in Frankreich beteiligt und verlegte dann 1998 seinen Wohnsitz von Frankreich nach Belgien. Das damalige französische Steuerrecht sah für solche Fälle vor, also dass man den Wohnsitz ins Ausland verlegte und mindestens 25% an einer in Frankreich ansässigen Gesellschaft hielt. Für diese Konstellation sah das damalige französische Steuerrecht eine Aufdeckung der stillen Reserven, ja, eine fingierte Aufdeckung der stillen Reserven vor. Das heißt also, und das deutsche Recht sieht es genauso vor, Paragraph 6a StG, inzwischen angepasst an die unionsrechtlichen Vorgaben. Damals aber sagte das französische Steuerrecht, wenn jemand, der mindestens zu 25% an einer inländischen Gesellschaft beteiligt ist, ins Ausland wegzieht, ja, dann fingieren wir die Veräußerung dieser Beteiligung und damit auch ja, einen Veräußerungsgewinn. Der wird fingiert. Ja? Also die stillen Reserven werden gewissermaßen zwangsaufgedeckt, deren Aufdeckung wird fingiert. Also, und das ist dann Teil des zu versteuernden Gewinns. Ja? Also dieser fingierte Veräußerungsgewinn aus diesen Anteilen, das ist dann Teil des in Frankreich zu versteuernden Gewinns. Und der musste dann sofort in voller Höhe versteuert werden. Das war die Regelung des damaligen französischen Rechts. Ja? Wogegen könnte, und wenn Herr Lasteridis-Saillant in Frankreich geblieben wäre, wäre es nicht zu dieser fingierten Aufdeckung gekommen, sondern dann hätte er diesen Veräußerungsgewinn nur und erst im Falle der tatsächlichen Veräußerung versteuert. Ja? Das heißt, wir haben hier eine ganz klare Ungleichbehandlung. Und welche Grundfreiheit könnte hier betroffen sein? Herr Lasteridis-Saillant möchte sich woanders niederlassen, die Niederlassungsfreiheit. Ja, war hier betroffen, die Niederlassungsfreiheit. Und der EuGH hat hier tatsächlich eine zunächst einmal Beschränkung der Niederlassungsfreiheit gesehen. Denn diese Regelung, dass man eben aus Anlass des Wegzugs einen nicht realisierten Gewinn in dem bisherigen Wohnsitzstaat versteuern musste. Das ist natürlich etwas, was von der Ausübung der Niederlassungsfreiheit abhalten kann. Jetzt stellte sich die Frage der sachlichen Rechtfertigung und der EuGH erkennt speziell für den Bereich steuerrechtlicher Regelungen eine Reihe von Rechtfertigungsgründen an, alle unter dem Gesichtspunkt zwingende Gründe des Allgemeininteresses. Das ist ja dieser ungeschriebene allgemeine Rechtfertigungsgrund für Beschränkungen von Grundfreiheiten. Also die Regelung muss aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses erforderlich sein und mit diesem Erforderlichkeitskriterium ist zugleich auch die Verhältnismäßigkeit angesprochen. Man muss also immer schauen, ist überhaupt diese Regelung die einzig wirksame oder gibt es mildere, die gleich wirksam sind? Und auch die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne ist damit angesprochen.
Also als solche zwingende Gründe des Allgemeininteresses, speziell für steuerrechtliche Regelungen, erkennt der EuGH an die Missbrauchsverhinderung, ja, aber mit der Einschränkung, es muss sich um einen echten Missbrauchsfall handeln und es muss auch gegebenenfalls der Beweis, dass im konkreten Fall kein Missbrauch vorliegt, dem Steuerpflichtigen gestattet werden. Ja, aber der bloße Wegzug in ein anderes Land, das ist kein Missbrauch für sich genommen. Das griff also hier nicht an. Verhinderung von Steuerflucht war auch nicht einschlägig. Dann gibt es noch den Rechtfertigungsgrund der Wahrung der Kohärenz des nationalen Steuersystems. Davon spricht der EuGH dann, wenn das nationale Steuerrecht bestimmte steuerliche Vorteile vorsieht, aber das dann gewissermaßen ausgleicht durch damit eng verbundene Nachteile. Und diesen Nachteilen soll sich der Steuerpflichtige nicht zum Beispiel durch Wegzug entziehen können. Das wäre also ein weiterer Rechtfertigungsgrund. Hier einschlägig war im Grundsatz die Wahrung der Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten. Das erkennt der EuGH durchaus als Rechtfertigungsgrund an. Und bei solchen nicht realisierten Wertzuwächsen, stillen Reserven, sagt man im Bilanzrecht, wenn es ein bilanzierender Steuerpflichtiger ist, ja, bei solchen nicht realisierten Wertzuwächsen, da hat der Wegzugsstaat, in diesem Fall Frankreich, durchaus ein Interesse daran, dass er diese Wertzuwächse, die er in seinem Territorium, also wenn man so will, unter Nutzung seiner Infrastruktur entstanden sind, auch seiner Besteuerung unterliegen. Ja, das erkennt der EuGH durchaus als legitimes Interesse an, dass die einzelnen Staaten die Wertzuwächse, die in ihrem Territorium realisiert worden sind, auch ihrer Besteuerung unterwerfen. Ja, aber eine solche Regelung muss erforderlich sein. Und da sagte der EuGH für den Fall Lastherie du Saillant, die Sofortbesteuerung, das damalige französische Recht anordnete, ohne Stundungsmöglichkeit, ohne anderweitige Möglichkeit dieser Sofortbesteuerung zu entgehen. Das hat der EuGH gesagt, war nicht erforderlich. Das geht über das erforderliche Maß hinaus. Denn man kann ja zum Beispiel eine Stundung vorsehen, man kann auch eine nachlaufende Besteuerung vorsehen. Und da hilft die Amtshilferichtlinie, die innerhalb der gesamten EU gilt, die also die oder die darauf beruhenden Gesetze verpflichten, die nationalen Steuerbehörden mit den Behörden aus anderen EU-Staaten zu kooperieren, denen Informationen zu geben. Also auf diesem Wege hätte man das auch lösen können. Jedenfalls also die Sofortbesteuerung der nicht realisierten Wertzuwächse in voller Höhe, das hat der EuGH gesagt, ist unzulässig. Das musste also der französische Gesetzgeber und mussten auch andere Gesetzgeber, auch der deutsche Gesetzgeber, mussten das ändern. Inzwischen hat der EuGH das präzisiert, hat gesagt, also man muss auf mindestens 5 Jahre Stunden, das heißt also, man muss dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit geben, den Steuerbetrag auf eben diese nicht realisierten Wertzuwächse auf 5 Jahre zu verteilen. Gut, ich würde sagen, bis hierhin für heute. An der Stelle machen wir dann in der nächsten Woche weiter, hoffentlich dann ohne technische Probleme, aber ich glaube, dieses Update sollte jetzt erstmal reichen. Ihnen alles Gute, bis nächste Woche.